Sie wären überrascht, wie wenige die Bibel oder die Offenbarung kennen. Sie meinen Genesis, Noahs Arche. Ich meine, das ist doch die Genesis, Sir. Ja, natürlich. Gut, mein Sohn. Und jetzt zur Ausstattung. Was ist denn mein? Tja, wir haben nicht viele Uniformen, muss ich leider sagen, aber ich glaube... Oh, hier. Probieren Sie die. Passt ganz gut. Die nehme ich. Oh, lieber nicht, das ist ein Geschenk von einem alten Freund. Ein alter Freund? Davon gibt es nicht mehr viele, nicht wahr? Nein, gibt es nicht. Okay, Soldat. Aber tragen Sie die bitte nicht. Sie gehören jetzt zu uns. Und eigentlich dienen neue Rekruten zunächst als Privates. Doch da Captain Curry Ihre Kampferfahrung bestätigt hat, erhalten Sie direkt den Rang eines Corporals. Herzlichen Glückwunsch, Sohn. Danke, Sir. So. Und jetzt an die Arbeit. Also gut. Wo war ich gerade? Sie sprachen über Ihre Arche, Sir. Ja, die Arche. Das hier ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Hinter uns liegt ein ganzes Netzwerk von Höhlen und Schächten, die bis zum Gipfel führen. Wenn wir hier fertig sind, werden sie mit Samen, Pflanzen, Dateien und Büchern gefüllt sein. Die Welt mag sterben, doch unsere Errungenschaften in Medizin, Wissenschaft und Technik nicht. Nein, Sir. Aber die Insel ist mehr als die Arche, Corporal. Sie ist unser Fort, eine Festung. Hier am Nordtor lagern wir genug Munition, um den Kampf gegen die Freaks aufzunehmen. Wir haben Gewehre, Granaten, Maschinengewehre, Panzerfäuste. Und wir können selbst Munition herstellen. Jede Art, jedes Kaliber. Das ist der Bereich für unsere Mechaniker. Wenn Ihr Bike repariert werden muss, sind Sie hier richtig. Und, wie Sie sehen, können wir hier dank der alten Nationalgarde eine eigene LKW-Flotte aufbauen. Wenn die Highways von den Horden befreit sind, bauen wir die Straßen und Brücken wieder auf. Ihre Strategie der Brandrodung stoppt Krabbler und Schwärmer, räumt aber nicht den Highway. Sie wird die Horden nicht stoppen, Sir. Wissen wir, Corporal, die Horden sind wirklich sehr speziell, nicht wahr? Aber wir haben einen Plan. Ein Plan, Sir? Ben Franklin sagte, indem du Fehler in der Vorbereitung machst, bereitest du dich auf den Fehler vor. Wir machen keine Fehler. Das Herz der Armee schlägt hier, am Tor, bereit auf meinen Befehl zuzuschlagen. In diesen Zelten leben hunderte Menschen. Jeden Tag kommen mehr, wie Sie. Und sie schwören, ihr Leben für den Kampf zu geben. Doch mit ihnen habe ich andere Pläne. Eine Aufgabe, die mehr erfordert als pures Überleben oder eine Waffe zu bedienen. Sind Sie bereit dafür, Sohn? Ja, Sir. Was immer Sie wollen. Sie möchten wissen, wie wir die Horde besiegen? Ich zeig's Ihnen. Whoa! Ugh. Shit! Alles okay, Lieutenant? Oh. Hey, Colonel. Tut mir echt leid. Zu viel Aceton in der Mischung. Lieutenant Weaver ist unser Chemieingenieur. Er sucht neue Wege, Sachen hochzujagen. Den Feind zu besiegen. Sorry. Aber, ja. Ich heiße Weaver. James. St. John. Deacon. Ah. Dieses Milizzeug ist doch nur Show. Stimmt's, Colonel? Corporal St. John ist neu in Currys Einheit. Wenn Sie irgendwas von draußen brauchen, ist er Ihr Mann. Oh, ja, klar.
Hier, das brauche ich alles. Woran arbeiten Sie? Oh, an einem neuen Geliermittel aus Naphthen und Palmitinsäure. Ah, Sie entwickeln Napalm? Ja. Ja, der Kerl kennt sich aus. War nur geraten. Verzeihen Sie die Störung. Oh, jederzeit. Oh, Colonel. Ich bin dicht dran, Colonel. Ganz dicht. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Wohin jetzt, Colonel? Hexe von Wizard Island? Das wäre alles, Lieutenant. Nochmals. Entschuldigen Sie meine exzentrischeren Offiziere. Schon gut, Sir. Noch ein letzter Halt. So sehr ich auch an Lieutenant Weavers Arbeit glaube, was Sie gleich sehen werden, könnte unser Weg zum Sieg sein. Also, was ist das? Ma'am, ich habe alles vom Anforderungsschein. Und du glaubst, das hier ist Weichspüler? Nein, Ma'am. Okay, dann lies vor. Wirkstoffe Chlor, oder Form und Tab in. Hau ab! Hau ab! Matt, ich schaff das nicht, wenn ich mich um alles selbst kümmern muss. Ich hab eine Lösung. Lieutenant Whittaker, das ist Corporal St. John. Ein neues Mitglied von Curies Einheit. Er kennt sich da draußen ziemlich gut aus. Vorlesen. Was? Vorlesen. Ich meine, du kannst lesen, oder? Wirkstoffe, Chloroform, Aterpineol, Benzylalkohol, Ethylacetat. Das reicht mir, wann kann er anfangen? Ich lasse Sie allein. Weitermachen, Lieutenant. Lass uns allein. Sarah. Stillgestanden. Sarah, nicht. Nein. Du bist tot. Du bist tot. Ich weiß, dass du tot bist. Hey. Ich bin jetzt hier. Halt! Warte! Warte mal, ich verstehe nicht, ich hab dich gesucht. Dachte, du bist tot und ich. Nein, wir wurden über. Usa und ich. Wir mussten nach Süden. Ja, Nero. Nein, ich fand tot. O'Brien und ich und fand einen Weg. Und überrannt, sie sagten, keiner über hätte überlebt. Und ich dachte, dass. Ich dachte, ich sehe dich wieder. Hey, hör zu. Jetzt können wir von hier weg. Wir fahren los und lassen alles hinter uns. Komm. Nein, nein, Deacon! Ich kann nicht. Zwingen Sie dich, hier zu bleiben? Nein, du verstehst das nicht. Wir führen Krieg. Siehst du das nicht? Und wir können ihn gewinnen. Ich bin nicht für einen Krieg hier. Ich kann nützlich sein. Ich kann was bewirken, aber ich kann hier nicht weg. Ich muss hier bleiben. Verstehst du nicht? Du kannst bei mir bleiben. Mir helfen. Pass auf danach. Was immer du willst. Wir fahren, wohin du willst. Der Colonel sucht sie. Wie Sie wünschen, Ma'am. Halt, einen Moment. Dein Anforderungsschein. Danke, Soldat.
Corporal St. John an Lieutenant Weaver. Komm, St. John im Hauptquartier. Hier spricht Weaver. Was kann ich für Sie tun, Corporal? Auf dem Anforderungsschein steht Quecksilber. Wissen Sie, wo ich das finde? Ja, klar. Ich hätte es wohl aufschreiben sollen. Man braucht erstmal Zinnober. Kuris Einheit hat eine Mine nördlich vom Diamond Lake entdeckt. Fahr dahin. Funk mich an, wenn du da bist. Ja, Sir. Hey, und mal unter uns. Wenn der Colonel nicht da ist, lässt du den Ja, Sir, Nein, Sir, Scheiß, okay? Sonst fühle ich mich so alt. Komm schon, Mann. Hier muss doch was sein. Hey, Corporal. Wir sehen uns. Corporal. Der Neue? Ich bin Caleb. Caleb Tomlinson. Deacon St. John. Ja, gerade angekommen. Oh, Corporal. Das war's erstmal. Corporal St. John, richtig? Ja, Sir. Herein. Ich trinke gerade einen Tee. Kräuter. Ein Geschenk von Lieutenant Whittaker. Möchten Sie probieren? Er ist sehr gut für die Verdauung. Nein, Sir. Danke, Sir. Ich war nur auf der Suche nach dem Dienstplan. Ich habe einen Auftrag für Sie. Männer, Corporal. Nicht, dass Sie diesen Namen noch verdienen. Sie haben eine von uns. Lieutenant Justin Norwood. Gute Offizierin. Und Sie haben sie, also... Ja, ich bringe sie zurück, Sir. Mit Männern wie Ihnen erobern wir die Welt zurück. Wegtreten. John, Captain Kurian Deacon, St. John, bitte kommen Sie zum Diamond Lake. Ja, Captain, ich höre. Verstanden.
St. John! Corporal St. John! Sperr mal die Ohren auf! Hey, was soll dieses Ding? Das vom Gerät geht nicht, Mann. Taylor, ja, das Ding funktioniert. Was gibt's? Deacon St. John! Hey, ich meinte ja nicht, ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Habt ihr seit der Vereinigung nicht gesehen? Das war krass, oder? Taylor, weißt du was? Ich bin beschäftigt. Was? Hey, was zum Teufel? Bist du angeteilt? Ich bin in der Infanterie oder so. Ich brenne Nester nieder und fälle Bäume. Sowas halt. Also, Mann, sorry. Was machst du? Naja, ich fahr da raus in die Außenwelt, suche Vorräte für die Offiziere, die dann was auch immer damit machen. Oh, scheiße, davon habe ich gehört. Ja, ja, die bauen Biowaffen und Chemiewaffen und so ein Zeug, ne? Fackeln die Freaks ab, oder? Ja, hör zu, Taylor, ich muss los. Na schön, ey. Hey, hör zu, ich hab Zweifel an der ganzen Sache. Außerdem, den ganzen Militärscheiß, weißt du? Na, Taylor, welchen Kanal nutzt du? Bist du sicher, dass du nicht abgehört wirst? Ach du Scheiße. Das kannst du laut sagen, ich muss los. St. John, Ende. Camp voller Herumtreiber. Ihr seid die Arschlöcher, die mich überfallen wollten. Noch ein infiziertes Gebiet. Ich schätze, ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier. Oh, noch eine mobile medizinische Einheit. Ich muss irgendwie da reinkommen, nachschauen, ob ich noch einen Injektor finde. Corporal Deacon St. John. Hey, sperr mal die Ohren auf. Hey. Taylor, was brauchst du diesmal? Ah, da bist du ja. Okay. Ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Mit sicherem Kanal und so. Also, wie läuft's, Mann? Taylor, ich hab grad zu tun, also... Ja. Tut mir leid, Mann. Angeblich gelangen Drogen ins Camp. Direkt vor der Nase des Colonels. Echt gutes Zeug. Hast du schon davon gehört? Ich nehme keine Drogen, Taylor. Also nein, ich weiß gar nichts. Warum? Nein. Ich auch nicht. Nein, es ist nur einer von den neuen Rekruten, hat sich verdächtig verhalten. Fährt ständig ins Camp und wieder raus. Ich folge ihm, was ihm das vorhat. Ah, verdammt, Taylor, hör mir zu. Geh einfach zu Corey, der kümmert sich darum. Hast du verstanden? Klar, schon gut. Ja, okay, Sir. St. John, wir... hören uns später. Okay, Ende. Gottverdammt, Taylor, was zum Teufel treibst du da? Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Mir wurde zugetragen, dass einige von euch da draußen mit Nero zusammenarbeiten. Genau dem Nero, das vor kurzem eine Gruppe Überlebender niedergemäht hat. Demselben Nero, das uns vor 2 Jahren in dieser Scheiße hängen ließ. Manche würden diese Leute Narren nennen. Aber ich nenne sie anders. Verräter. Und ich versichere euch, Verrat nehme ich nicht auf die leichte Schulter. Ich bin ein vernünftiger Mensch. Also betrachtet das als Warnung. Hört gut zu. Hört sofort auf damit. Jetzt. Bevor wir euch finden. Denn das werden wir. Und wenn wir das tun, werdet ihr bezahlen. Ich hänge euch persönlich am höchsten Baum, auf den ich finde. Und während ihr euer Leben aushaucht, vierteilen wir euch und verfüttern euch an eure geliebten Freaks. Das ist ein Versprechen. Erstmal Copland für Radio Free Oregon. Tja, Corp, ich muss leider sagen, mir gefällt die Scheiße genauso wenig wie dir. Mach, was du willst. Der Tank ist leer. Natürlich.
10. Mehr Schwarte. Grünes Licht. Grünes Licht ist Gold. Na, also, mal sehen. Ja, ein Neuro-Injektor. Besser leben mit Chemie. Weiterer Nero-Mikro-Rekorder. Ich weiß nicht, ob ich das anwenden möchte. Ich kann nirgendwo hin. Ich kann nicht fliehen. Soldat, scheiße, fassen Sie die Tür nicht an. Ausweg. Es gibt keinen Ausweg. Keinen Ausweg. Oh nein. Ich mein's ernst. Sitzen Sie, Sie desertieren. Ich kann nicht hin. Wo soll... Gott, hilf mir. Endlich, verdammt. Ach du Scheiße. Also das nenne ich mal Pflichtbewusstsein. Sorge, ich werde wiederkommen und euch ordentlich einheizen. Ja, ein Camp voller mordender Drifter. Die Arschlöcher kommen mir bekannt vor. Ich muss sie ausschalten. Nester. Ich muss sie ausräuchern und die Schwärmer hier ein bisschen einbringen. Ja, ich komme später wieder und räuchere dann die anderen aus. Okay, Milizbike. Das muss ihre sein. Colonel, Corporal St. John, mache Meldung. Ich bin an Lieutenant Norwoods letztem Standort. Scheint ziemlich gut gesichert zu sein, Sir. Soll ich das wirklich alleine machen? Sie haben Ihre Befehle, Corporal. Garrett.
Okay, Moment, ich komme. Ja, tötet sie! Irgendwann bleibt sie schon stehen. Moment, ich komme. Wie zum Teufel geht's Ihnen, Lieutenant? St. John. Gott sei Dank, ich dachte, das war's. Ach ja? Tja, ein guter Freund sagte mir mal, gib die Hoffnung nie auf. Denn sonst kannst du dir genauso gut den Strick nehmen. Ich werde bei meinem nächsten Hinterhalt bestimmt dran denken. Alles okay? Okay, also, das Camp ist gesäubert und Ihr Bike noch heil. Also, schaffen Sie es alleine zurück, ha? Ja, das schaffe ich. Danke, St. John. Na klar, dann fahren Sie. Los! Stimmt was nicht. Ich krieg das hin. Siehst du irgendwas? Das wird da kommt welche! Na, viele Drifter habt ihr heute schon gekillt, hä? Ich hab's auch gehört. Das sehe ich euch so. Da kommt welche! Sitzt jemand fest. Ich muss helfen. Hilfe! Ich bin dran. Halt durch. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß, wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Na, wohin? Wohin? Ich gehe. Ach, beim Diamond Lake ist ein Milizlager. Frag dort nach Khoury. Danke. Vielen Dank. Ich dachte, ich gehe da drin drauf. Sag ihnen, es war Deacon St. John. Ihr kennt. Meide die Hauptstraße, nicht anhalten. Gutes Timing. Das sollte reichen.
das infizierte Gebiet hier noch ausräuchern. Nest, musst du gleich um die Ecke sein. Ich rieche ein Nest. Es muss in der Nähe sein. Nest, zünden wir es an. In der Nähe sein. Ich kann's riechen. Noch ein Nest. Halt mal los. Colonel, Sir, mache Meldung. Ich weiß, das war nicht leicht, aber ich hab sie. Lieutenant Norwood ist frei. Gute Arbeit, Corporal. Ich schicke eine Patrouille aus. Sie sagte, dass sie es allein schafft. Ich erkundige mich später noch einmal nach ihr. St. John Ende. Colonel, Sir, ist Lieutenant Norwood gut angekommen? Ich lese gerade Ihren Bericht. Sie gibt an, dass Sie ein ganzes Drifter-Camp allein ausgelöscht haben? Tja, ich konnte Sie ja schlecht im Stich lassen, Sir. Sehr gut, Corporal. Captain Curry hat Sie zur Beförderung vorgeschlagen. Ich verstehe langsam, warum. Hab dich. Scheiße, stimmt. Ich muss die letzten Nester noch ausräuchern. Wir waren dumm. Wir haben blind alle möglichen Opiate genommen, die uns sediert haben wie fette, glückliche Kühe. Fernsehen, Alkohol, Heroin. Es hat funktioniert. Aber jetzt, wir fühlen die Schmerzen. Und zwar alles. Jeder Schritt. Wo ist das? Mist. Es ist hier irgendwo. Wir sind es, die jetzt das Sagen haben. Wir machen es 10-mal besser als wir sie. Kopf, den Schmerz kenne ich! Wer kennt den nicht? Ah, der verdammte Jesse Carlos Williamson. Ruhe in Frieden.
Ich krieg das schon hin. Euch zusammen! Romy, oder? Ich muss einfach fragen, du scheinst... Wiedersehen, Corporal. Gute Reise. Corporal, na, wie läuft? Also, wie lange warst du dort? Hab zwar die Vereidigung verpasst, aber ich merk sofort... Corporal... Also, Corporal... ich kann dich nicht anordnen. Hört man das... Ja, ich komme aus Kanada, ursprünglich. Ich war im Urlaub hier mit der Familie. Wir haben gezeltet, weißt du, westlich vom Crater Lake, mit der Frau und den Kindern. Meine Jungs wären dieses Jahr 8 und 9 geworden. Kanada, oh, weit weg von zu Hause. Wem sagst du das? Ja, ich war Lehrer, Motorreparatur in Calgary, im Technischen Institut. Schon mal da gewesen? Nein, wohl er nicht. Wie auch immer. Der Colonel. Oh, Corporal St. John. Pass auf dich auf, okay? Corporal, gut. Ich brauche Ihre einzigartigen Fähigkeiten. Na klar, ja, Sir. Erinnern Sie sich an Vasquez? Der Fahnenflüchtige, ja. Wir verfolgten ihn zu diesem Holzfällerlager. Ich erinnere mich. Tja, dieser Mann, Sergeant Lee Anderson, war sein Partner. Er sollte verhaftet werden, tötete aber eine Wache und floh. Ah, toller Ehrenkodex bei Ihren Männern. Unseren Männern. Sie gehören jetzt zu uns. Wissen Sie noch, ich habe seinen letzten Standort auf Ihrer Karte markiert. Und wie Vasquez ist er nicht allein. Großartig. Bitte! Das geht doch wohl schneller! Meine Oma läuft sogar schneller! Meine tote, lahme Oma in ihrem Verdacht! Ich öffne das Tor! Das, hm? Schießt auf mich, scheiß Bastard! Fertig.
Captain Curry, ich bin an Sergeant Andersons letztem Standort. Wenn er es noch hat, nehmen Sie ihm das Milizabzeichen ab. Es soll nicht von einem Verräter benutzt werden. Alles klar. St. John Ende. Ein Hirsch läuft vorbei. Nicht gerade schlau. Ich krieg das hin. Ja, das wird halten. Okay, Anderson. Dann kann's ja jetzt losgehen. Ja, muss hier irgendwo sein. Wo zum Teufel ist er? Na gut, wo? Oh Mist, Wölfe. Mich genau umschauen. Wo lang? Oh mein Gott, haben die Anderson gepackt. Wie soll ich jetzt an meine Beute kommen?
Red Coyote Lava Höhle. Wird noch ein Plünderer Camp. Ja, ich weiß schon, was ihr Arschlöcher sind. Ich muss in diese Höhle rein. Was ist das für ein Geräusch? Oh, noch ein Neuroinjektor. Gut. Wird schon schief gehen. Weltnotiz 1463. Wir sind bei Position 301 der Dead Coyote Lava. Ironischerweise so genannt, weil wir hier die Überreste eines Canis Lupus Mutans untersuchen. Oder Jäger. Hey, ich möchte einen von euch Typen mal was fragen. Uns Typen? Ja, naja, aus der Forschungsabteilung. Also, wie kann der Virus, springen? Sie meinen, von Spezies zu Spezies? Ja, ich meine, wir haben Katzen, Hunde, Vögel, diese Wölfe. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Wissen Sie, was eine zoonotische, neuroinvasive Krankheit ist, Corporal? Nee, kein Schimmer. Denken Sie an Tollwut. Genau wie der Hooligan-Virus. Wird Tollwut durch Kontakt mit Flüssigkeit übertragen. Wie ekelhaft. Infiziert zwar vornehmlich Säuger, aber Laborkulturen haben gezeigt, dass er auch Vögel, Reptilien und sogar Insekten infizieren kann. Wissen Sie, wie viele solche Arten es gibt? Eine Menge, schätze ich. Eine Menge. 5488, um genau zu sein, je nachdem, wen man fragt. Alle von ihnen, Katzen, Kaninchen, Hunde, Stinktiere, Opossums, Füchse, Affen, Igel und ja, Wölfe, können infiziert werden und den Virus verbreiten. Mein Gott, was bedeutet das? Für uns meine ich. Sehen Sie sich die Muskulatur dieses Objekts an. Die geschwollenen und gedehnten supraglenoiden Tuberkel, die Ulnare und Radiale Tuberkulosis, der normale Wolf, der kann 50 bis 60 Kilometer rennen. Der Bursche hier, der schafft fast 100. Und er könnte dabei den Reifen eines Motorrades zerkauen. Was das für uns bedeutet, Corporal, ist, dass wir froh sein sollten, dass die meisten Säuger aussterben. Besser die als wir. Kommen Sie, verschwinden wir von hier. Ja, lieber hier durchzwingen. Hast du noch deine Miliz-Armbänder? Oh, Scheiße. Thank you.
von uns. Mach auf! Captain, ich habe Ihren Mann gefunden, Anderson, und wie Sie sich dachten, er hatte sein Abzeichen noch. Ist tot? Naja, sagen wir mal, er hat sich mit einem Rudel Wölfe...